In diesem Video zeige ich euch, wie ihr so eine Stiftemappe anfertigen könnt. Ihr könnt selbst entscheiden, ob ihr vielleicht sogar eine Pinselmappe daraus macht. Nun nehme ich die restliche Breite und entscheide selbst, wie viel davon umgeklappt werden soll. So, nun kann es auch schon losgehen. Ich nehme mir das Locheisen und schlage mit einem Hammer einmal kurz auf das Locheisen drauf. Achtet darauf, dass die Löcher noch ein wenig Abstand haben zum Rand. Auf der anderen Seite ebenso. Nun könnt ihr euch selber einteilen, wie breit ein Fach sein soll. Nun hätte ich hier jetzt auch noch genügend Platz, um zum Beispiel so ein kleines Blöcklein reinzulegen. Ich lasse mein Federtäschchen jetzt zu. Dann nehmen wir uns das Bienenwachs, legen Daumen auf Faden und ziehen das mehrere Male übers Bienenwachs. Wir beginnen zu nähen an der oberen Ecke. Gehen damit mit einer Nadel durch beide Löcher durch, ziehen den Faden durch und gehen dann mit beiden Fäden durchs nächste Loch, so dass auf beiden Seiten die Nadel wieder hervorkommt und ziehen es hindurch. Dann gehen wir mit beiden Nadeln nochmal durchs vorletzte Loch. So. Und nochmal mit dem hier von der Unterseite wieder nach vorne. Und so, der Rest wird abgeschnitten. So, kurz andrücken. So kann die Naht auch nicht mehr aufgehen, alles gut. Das machen wir auch bei den anderen Schritten genauso. So, nun ist quasi schon mein Federtäschchen fast fertig. Wir haben nämlich hier unseren Umschlagplatz. Und dann können wir das so schön nachher einrollen. Jetzt brauchen wir nur noch das Band. Dafür stanze ich nun in das eine Ende noch ein Loch für die Niete. So. Nun liegt es bei euch, ob ihr das auf der rechten oder auf der linken Seite anmachen wollt. Dazu nehme ich mir eine Niete, so ein Unterteil, gehe durch das Loch. Ebenso auch durch dieses Loch hier. Nehme mir so einen Nietenkopf. Ebenso mit der anderen Seite, damit es schön gleich aussieht. So, fertig ist. Und fertig ist meine Federmappe. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch hier vorne noch Stoff draufkleben. Irgendwie sowas. Oder auch ein anderes Band nehmen. Ganz wie euch beliebt.